Ja. Jetzt bin ich auf dem Stream da. Ha! Oder? Ja. Denke schon. Ja. Ich muss da noch was machen, gell? Boah, ist das aber hier anstrengend. So. Oh. Habe ich dich schon mal, Nico, gefragt, als was du arbeitest? Im Moment noch als Großhandelskaufmann. Okay. Was heißt im Aber Moment? Also hast du was anderes gelernt oder? nee, nee, ich habe das gelernt. Mhm. Aber ich bewerbe mich gerade als, ja, wie soll ich sagen, Industriekaufmann, Schrägstrich, Einkäufer Okay. bei einigen Firmen, die bei uns Kunden sind. Ja, okay. Die kennen dich ja dann auch. Ja. Oder halt, weil das, was ich jetzt mache, ich würde auch wieder Großhandelskaufmann machen. Der eine schreibt es als Großhandelskaufmann auch aus. Ja, das ist halt immer so Auslegungssache, denke ich. Aber ich wurde halt einfach so in den Verkauf gesteckt. Ah, okay. So, und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe vorher Logistik und Großkundenbetreuung gemacht. Das fand ich, hat mir Spaß gemacht. Gerade Logistik macht mir Spaß. Okay. Aber das vorne im Verkauf, weißt du, wo halt, ich sag mal, wir bessere Aldi-Verkäufer. Klar Ja. gehört bei uns mehr Beratung und so dazu, aber nee, Ja, das kenne ich. mag ich nicht. Ja, okay. Das ist, Nee. da muss ich zugeben. Ich habe ja auch, bevor ich dann halt an der Uni angefangen habe, ja auch im Einzelhandel gearbeitet. Ja. Ich will das nie wieder machen. Ja, das ist eben, ich bei mir, klar kommen halt viele Handwerker. Halt. Ja. Ja, wie gesagt, ja, beim Verkauf habe ich, da hat er mich reingesteckt. Er will mich, wie soll ich sagen, ich hatte jetzt schon drei Gespräche mit dem Vorgesetzten und so, der will das auch nicht ändern und deswegen habe ich da, will ich eigentlich schauen, dass ich woanders hinkomme. Verstehe. Ja, macht doch am meisten Sinn, würde ich sagen, ne? Ja, ich habe mich auch beworben, so bei der Firma Daxa in der Spedition für den Fernverkehr Südamerika. Oh, ja, okay. Das passt ja. Ja, eben, weil Spanisch kann ich, ja. Genau. Und ich fand es recht spannend, dass du halt, also du bist selber zuständig dafür, quasi, ich sage immer, Lagerräume einkaufen. Also, dass es von A nach B kommt und du darfst halt beim Daxa alles benutzen, sozusagen. Also LKW, Schiff, Container, Flugzeug, was weiß ich. Ja, okay, gut, das ist natürlich gut. Und das habe ich mir, also ich habe da auch schon Gespräche geführt, dass sowas würde mich halt schon auch reizen, da hätte ich mehr Bock drauf. Verstehe ich. Ja, also ich denke, das ist auch ein Ziel, was man sich dann auch stecken kann, glaube ich. Ja, wenn man Ja, das ein ich habe bisschen schon mit gesagt, Plan an hat. sich, die Firma wird, also würde ich schon bleiben, aber halt nicht da vorne im Verkauf da. Oh! Nee. Alter, lebt er noch? Das war mein Greenscreen. Das heißt, er ist kaputt. Ja, so an sich würde ich bleiben, aber halt einfach nicht im Verkauf. Das ist. Ja, versteht man voll. Würde ich Das auch nicht muss man machen. nicht. Das habe ich auch nicht gelernt. Ich habe quasi eine Ausbildung gemacht, habe 2 Jahre das weitergemacht. Und dann hatten wir einen Führungswechsel und dann hat er gemeint, ich muss nach vorne. Ja, gut, das ist ja Und das dann tue ich mir so. jetzt schon 3 Jahre an. Da ich habe Bock mehr drauf. Nee, nö. Würde ich auch nicht mehr machen, vorher nach 3 Jahren. Wobei man was viel. Erstmal was anderes kann und was man vielleicht besser sogar nochmal kann. Ja. Weil man will Ich ja bin auch irgendwie, ne? mittlerweile so abgestumpft, was Kunden angeht, weil, oh, nee, ich hasse Menschen da vorne echt. Ja, ist echt Vom so. Verkauf. Das ist so schlimm. Ich glaube, das ist auch mitunter eines der Probleme. Also, ich habe das ja auch kennengelernt, wo du dann halt. Also, erstmal, grundlegend musst du ja immer und immer wieder irgendwelche Quoten erfüllen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, ist da auch so. Es ist so, wo ich mir immer so denke, so, habe ich keinen Bock drauf. So. Muss mal kurz was gucken. Ja, mach das. Das ist auch so, dass die dich nicht wirklich deinen Job machen lassen. Immer Nee. wieder kommen sie mit Verkaufswettbewerben und ach, irgendwie lauter so ein Scheiß daher. Ja, genau. Da habe ich keinen, hab ich einfach keine Lust zu. Ja, einfach nur so nach dem Motto, ja, wir kurbeln jetzt die Wirtschaft an. Ja. Also, nein, ich habe keinen Bock drauf. Lass mich in Ruhe.
Ich will einfach nur einen Job machen, wo ich einfach mich nicht so, ja, ich will nicht so genervt sein jeden Tag. Ja, das Schlimmste ist echt das Genervtsein. Also auch weil, ja, unsere Handwerkerkunden meinen, sie sind der König der Welt und benehmen sich halt wie das Letzte. Ja, aber das haben Handwerker meist so an sich. Ja. Das ist halt, ja. Deswegen, ja, aber also ich habe Zeit, ich kann mir da Zeit lassen, bis ich das Richtige finde. Ja, klar. Weil gehen lassen wollen sie mich eigentlich nicht. Ich habe das auch so jetzt da nicht angesprochen. Extrem was zu. Das behalte ich für mich und. Ja, klar. Muss man sich auch nicht drum scheren. Ja. Also, weil es ist ja auch dann so, dann kann vielleicht ein bisschen mehr Ärger entstehen. Ne? Ja, eben. Eben so, ja, sie dürfen jetzt aber nicht gehen, weil sie sind unser wichtigster Mitarbeiter. Und ach, übrigens, wir konnten ja jetzt irgendwie XY feststellen bei ihnen. Sie haben irgendwie, wir entlassen sie. So. Ja, das, dann hast du auch nichts gewonnen. So. Na, das ist so, finde ich mitunter immer so ein ekliges Problem. Ah, mal schauen. Ja. Ja, Jobs. Wird schon werden. Ich hab's nicht eilig damit. Ja, eben. Hast du ja vorhin gesagt. Würde ich auch keine Eile mit, denke ich, darin sehen. Also, wenn du dir jetzt noch Stress machst, dann hast du auch nichts gewonnen. Ja, eben. Eben. Ja. Also, Moment, das muss ab. Von daher. Denke ich auch. Jetzt wird's aber schon groß, gell, deine Mine. Ja, ist ein bisschen gewachsen. Aber ich wollte die Marker viel weiter auseinandersetzen. Geht das jetzt? Ja. Ja, es geht. Oh ja, jetzt fängt die Arbeit an. Jetzt fängt das eigentliche Kunststück an. Justin, was machst du da eigentlich? Du sollst nicht am Butzermann spielen. Der hört uns eh nicht. Mm-mm. Ach Gott. Sieht man eigentlich, was er tut? Nee. Was denn? Was tun? Ich hab gedacht, vielleicht ist der Cam noch an. Nee, die ist aus. Kluge Entscheidung. Justin, hast du gerade was gesagt? Nee, ich suche gerade einen Teil vom Greenscreen. Greenscreen? Was machst du? Das ist doch irre. Sollst doch nicht immer alles kaputt machen. So, das kann weg. Die Marker, die ersten. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauern wird. Aber so ein paar Minuten kann so eine Höhle jetzt doch nochmal dauern. Mhm. Alter Vater. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, das muss oben drauf. Dann muss das. Ja. So rum. Ah, nee. Oh, ich bin doch so intelligent. Genau falsch rum. Eine Truhe. Und da drauf. So. Das ist ein bisschen schwierig jetzt mit dem Rumfisseln. 1, 2. Ich suche mal kurz das Teil. Da ist irgendein Verbindungsstück zwischen gewesen. Oh, du hast aufgehört zu streamen. Ja, richtig. Okay. Oh, ja. Jo. Nur damit du Bescheid wirst. Okay. Find alles wieder. Ich hoffe, ich finde alles wieder, sonst muss ich den Greenscreen. Weil jetzt, wenn ich hier hochfahre und runterfahre, macht er immer klack, 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 klack. Okay, ganz kurz. Dann switche ich hier auf mich selber. Und kann mir wieder zugucken. Hey. Ja, wir gucken jetzt mal kurz. Aber bevor nicht es laut hin. Wird, ich mach mich leise. Oh.
So, ich muss jetzt gerade mal kurz. Gott. Wie viele Sachen hier loswerden. So. Ja, also der baut ja noch ab. Weiß nicht, wie lange das dauern wird. Sieht man das? Ja. Ah, das, ah, okay. Da oben gerade. Ja. Der baut gerade die erste Schicht ab. Ja, das, also, kann noch ein bisschen dauern. Wir können ja gleich nochmal zurückkommen. So. Schneiden wir nochmal ein Cheesy rein. Ja, jetzt ist unter dem Friedhof die Minen von Moria. Ach, guck mal, hier oben arbeitet er sich gerade durch. Oh. Oh, ich hoffe nicht, dass wir am Ende hier hinten irgendwo rauskommen. Oh. Ist vielleicht doch nicht so niedrig gewesen. Ich glaube, es ist niedrig genug gewesen. Sieht nur so komisch aus. Also die Marker kann ich rausnehmen. Was denn? Oh! Ach, ich lach wegen Football. Also. Oh. Ja. Also wenn du das jetzt mal so betrachtest, das ist ein großer Bereich. Mhm. Das wird den ganzen Berg aushöhlen. Okay. Solange es nichts abbaut, das wichtig ist. Ja, eben. Deswegen wollte ich so tief wie möglich und damit auch so weit wie möglich weg. Ja, also, wenn man so mal guckt. Ja, also die Linien ziehen sich schon sehr weit. Alter, das kann ja ewig dauern. Man hat schon keinen Strom mehr, ha? Ja, Moment, könnte ich eigentlich nicht noch mehr Strom reinspeisen mit noch einem Kabel? So eine Idee? Meine, wenn du so eine Idee. Ja, nö. Oder? Doch, das wird schneller. Der zieht, oh. Moment, jetzt probieren wir es mal noch so. Also das wird jetzt ziemlich lustig, weil ich versuche, so viele Stromkabel wie möglich an diese Quarry dran zu kriegen. Mhm. Das kann sein, dass das jetzt gleich doch nochmal ein bisschen... Du siehst, der verteilt viel mehr Punkte jetzt schon. Ne? So. Ne? Nur, dass die Kabel schon sich nicht berühren. Ja. Ja, der wird ein bisschen schneller jetzt. Kann man noch irgendwo andersrum noch sowas machen? Der Justin wird sich gleich ärgern, weil wir wieder Strom verlieren. Ich glaube, jetzt verlieren wir tatsächlich Strom. So, oh Gott. Der Slack-Check fragt, warum packst du den Tesserakt nicht direkt in den Steinbruch? Geht das? Geht das? Der würde ja dann mega viel Energie ziehen. Also quasi einfach nebendran stellen, meinst du? Slack-Check? Okay. Dann weiß ich ja schon mal, was ich jetzt mache. So, jetzt stoppt das erstmal alles. Warum? Ich wusste das ja gar nicht. Hey. Dann. We try. Man könnte ja noch ein paar Tesseracts machen. Noch mehr Strom leiten.
Okay, das geht noch mal um einiges schneller. Zieht er dann auch die Items Slackjack automatisch? Das wäre noch mal nice zu know. Nicht, dass ich dann hier stehe und der zieht die Items nicht. Weil wenn das so geht, dann. Nö. Oh ja. Ich weiß es jetzt nicht. Wenn er jetzt. Da bin ich mir nicht sicher mit den Items. Ja, dann weißt du was? Dann mache ich noch ein Item-Conduit von der Truhe aus. Ist ja nicht schlimm. Dann tut das niemandem weh. Theoretisch würde ich sagen, müsste gehen, aber wenn man sich halt nicht sicher ist, dann machen wir es sicher. Aber sag mal, Nico, ich habe so manchmal das Gefühl, dass du einen anderen Akzent als einen Augsburgerischen hast. Kann das sein? Oder kenne ich einfach nur den Akzent nicht? Nee, eigentlich nicht. Okay. Also das ist schon so, dass ich rede Wie? So? wie so ein Augsburger. Okay. Ja. Weil das ist, also so wie du sprichst, ich habe ja auch mal eine Zeit lang in Baden-Württemberg gewohnt. Das Ja. ist diesem Pfälzischen halt total ähnlich. Ja. Also bei mir mischt sich manchmal so ein Pfälzer Wörtchen vielleicht noch mit rein. Okay. Ich habe Familie dort und war ganz, ganz lang dort und so. Okay, dann habe ich mich nicht Das, geirrt. ja. Sehr gut, da habe ich mich echt nicht geirrt. Aber ich habe mir immer so gedacht, keine Ahnung, das klingt so, als ob ich es kennen würde. Ja, jetzt weiß Es gibt ich. schon welche, die reden schlimmer augsburgerisch Oh ja. als ich. Schlimmer Augsburgerisch. Es klingt, als ob Ja. es eine Strafe wäre, Augsburger zu sein. Ja, nee. Bei uns ist es aber auch so, muss man ehrlich sagen. Finde ich auch total interessant. Hessisch zu sprechen, ist bei uns auch so, keiner merkt es erstmal. So also, ganz normale Sprache in erster Linie. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn man nicht richtig Hessisch sprechen kann, weil man das zum Beispiel nie gelernt hat, fällt das unglaublich auf. Also, ne? Es stört so lange niemanden, egal was du für ein Deutsch sprichst, solange du nicht versuchst, irgendwie so unechtes Hessisch zu sprechen. So zum Beispiel, ich kann das nicht. Ich bin damit nicht aufgewachsen. Das finde ich manchmal total spannend. Ich weiß nicht, wie es bei den Augsburgern ist, wie es da gemischt ist, aber bei uns. Ja, bei uns, das ist. Also bei uns ist es halt auch viel gemischt mit dem Bayerischen einfach. Oh ja. Weil manche sprechen halt so krass urbayerisch, kann man schon sagen. Da werde ich nichts verstehen. Nie. Ja, da tue ich mich auch schwer. Das glaube ich dir. Ja, zumal du wohnst ja noch in der Gegend, also. Ja. Wie kommst du da mit den anderen zurecht, so? Ach, ich verstehe schon vieles, Aha. aber bei mir in der Arbeit war letztens auch so ein Zimmerer da. Also der hat Gott sei Dank nicht mit mir gesprochen. Aha. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe keinen Plan, was der Typ gesagt hatte. Okay. Okay, das sind Fälle. Okay. Ich Also glaube. der hat so. Es gibt ja noch. Ach, wie heißt denn der die Gegend, wo die herkommt? Donau-Ries heißt es bei uns. Das ist so. Also da wo wirklich diese richtigen Urbayern daherkommen. Ja. Genau so hat er geredet. Also richtig übel. Okay. Da war so viel Dialekt und Genuschle und keine Ahnung dabei. Dann kommt er halt noch vom Land und dann war der. Also, da ging gar nichts bei Dann, mir. ne, Der hat sich vor das. mir mit einem anderen Zimmerer. Aha. Die haben sich so irgendwas ausgetauscht, irgendwas haben sie gesprochen und ich habe immer nur den anderen verstanden und ihn nicht. Ich habe quasi immer nur die Antworten von dem anderen
Ah, ich glaube, er hat gerade gefragt. Ja. Oh Gott. Aber sowas hatte ich zum Beispiel nie erlebt. Außer ich habe einen Typen mal kennengelernt, der hat alemannischen Dialekt gesprochen. Was? Das sind die, die, oh Gott, die wohnen, glaube ich, unglaublich nah schon an der Grenze zur Schweiz, glaube ich. Okay. Und die haben so eine, also, so, du denkst, du verstehst ihn, aber du tust es nicht. Das geht nicht. Ja, da kenne ich auch ein paar. Da war ich auch mal mit einer Freundin bei, ach, was weiß ich, bei ihrer Tante oder so. Aha. Und dann hat die irgendwas gesagt. So, keine Ahnung. Wie war das? Irgendwie so, ja, geh mal Ussi oder so, hat die gesagt. Okay. Und dann stehen die alle auf und gehen und ich so, okay, was ist jetzt los? Und dann hat die halt gesagt so, ja, dass die halt jetzt raus in den Garten geht. Ich habe nichts verstanden. Ach so, ja, Ussi. Ja. Sowas wie raus halt so, raus. Ja, genau. Oh Gott. Ich bin quasi nur so mit aufgestanden, so einfach nur, weil alle aufgestanden sind. Was für Rituale macht ihr hier, kommt dann erstmal. Das war genau in dieser Gegend, das war so diese Bodensee-Gegend direkt an der Schweizer Grenze. Ah, siehst du. Ganz, ganz schlimm. Oh nee, das oh nee, das geht ja gar nicht. Also ich weiß nicht, das, weißt du, ich... Niedersachsen, ganz cool. Niedersachsen? Die reden Hochdeutsch, meinst du? Ja, so dieses richtig übertriebene Hochdeutsch. Ich kenne zwei so vom Zocken halt, mit denen ich ab und zu mal im Teamspeak war. Und das ist, die sprechen genial halt. Ohne einen fetzen Dialekt und nix. Oh mein Gott, eine Sprache, die ich verstehe. Ja. Oh, das ist schon, also ich muss zugeben, ich finde Dialekte klingen einfach so, einfach nochmal angenehm, weil du merkst so, okay, die Person kommt wahrscheinlich aus dem Bereich, so Deutschlands, und ach ja, die kann den Dialekt, ne? Gut, es sei denn, du hast jemanden, der Dialekte gut imitieren kann, weil dann stehst du da und denkst dir so, ah, gut zu wissen. aber ich finde das immer interessant, weil Leute, die auch wirklich einen sehr tiefen Dialekt sprechen, sind meistens eh nicht in der Großstadt aufgewachsen. Also so jedenfalls in meiner Erfahrung. Ja. Ja, und dann kannst du dich halt auch mit denen so über deren vielleicht auch Tradition unterhalten. Also finde ich auch mal spannend. So, was macht ihr anders als wir in Hessen? Was trinkt ihr für ein Bier? Das Beste ist, wie heißt bei euch Brötchen? Stimmt. Ja, das ist so. Das heißt überall anders. Immer, überall. Ja, doch, das ist. Ja, doch. Weil bei mir ist es die Semmel. Ja, okay, Bayern halt, ne? Ja. Ach ja, bei uns ist es eigentlich, ja, wobei ich wohne jetzt hier halt in der Großstadt, also von daher, ich glaube, wir sagen eher Stulle, wobei, auch nicht mal so. Wobei, bei uns gibt's Appleboy, also gut, das weiß ja jeder. Appleboy, wie wir immer so schön sagen. Ach, der Appleboy, ja, ja. Das kennt man. Nationalgetränk in Hessen. Ja, was haben wir noch? Wir haben, grüne Soße. Grisos. Was ist das? Grüne Soße. Ach, das kennst du nicht. Ich dachte, das wäre schon fast schon international. Grüne Soße ist, wie soll ich sagen, das ist so, darüber streiten sich die Frankfurter. Also es wird hergestellt aus unterschiedlichen Kräuterarten, so kommt Dill rein und sowas und alles Mögliche. Es gibt sogar, und das ist kein Scherz, es gibt spezielle Felder in Frankfurt, wo die Zutaten für die grüne Soße wachsen. So beliebt ist es. Und grüne Soße gibt es meist, also eigentlich nur mit Eiern. Und das kriegst du dann auch dementsprechend eher so. Was, mit Eiern? Ja, ja. Das grüne Soße und noch mit Eiern. Habe ich noch nie gehört. Ah, das ist das hessische oder das fast schon frankfurterische Essen. Also das muss man schon sagen. Also wenn du das mal essen tun kannst, dann probier es einfach mal. Okay. Und also es gibt zum Beispiel auch, das ist auch sehr interessant, haben wir in Hessen, wir haben ein grüne Soße-Fest. Grüne Soße-Fest bedeutet, man versucht jedes Jahr sich zu toppen,
indem man mehr grüne Soße isst. Die Frankfurter halt. Es gibt so Sachen. Ja, also das ist bei uns halt so unsere Tradition halt, ne? Wie Grisos. Ich meine, das, was das Oktoberfest für den Münchner ist, ja, eher Münchner würde ich sagen, das ist die grüne Soße für den Frankfurter. Ja, gibt überall seine Eigenheiten. Aber ja, was haben wir denn noch so? Handkäse mit Musik? Sagt ihr das was? Nee, sagt dir nichts, ne? Also Handkäse mit Musik ist, wie nennt man diesen Käse? Der stinkt so abartig. Da gibt's einige. Ja. Aber es gibt so einen ganz speziellen, so Harzer Roller, glaube ich, genau. Okay. Harzer Roller, den legst du einen, ich glaube, Essig war das und Zwiebeln. Und jetzt verstehst du auch, woher die Musik kommt. Ach. Ja, wegen den Zwiebeln. Okay. Also deswegen Handkäse mit Musik. Das ist auch in Frankfurt total beliebt. Ich mag das nicht. Ich weiß nicht warum. Ich mag nicht so viele Zwiebeln essen, aber. Genauso wie. Also bei uns heißt es Leberkäse. Ja, Leberkäse. Oh ja. Ist es bei euch auch oder? Fleischkäse oder keine Ahnung. Fleischkäse. Doch. Doch. Wobei das weiß ich nicht. Wir sagen, glaube ich, auch Leberkäse. Ich glaube, das hat man sich dann auch von den Bayern einfach abgeholt. Mhm. Es gibt beides, tatsächlich, ja. Ja. Weißwurst haben wir zum Beispiel nicht. Echt, habt ihr gar nicht? Also das ist so gar nicht so frankfurterisch, ne. Das ist bei uns natürlich... Oh ja. Also ich muss sagen, die schmeckt mir auch echt gut. Ja. Ich kenne aber Weißwurst aus Polen. Die kannst du dort überall kriegen. Überall. Also von daher, die haben auch viele, 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 viele Weißwürste. Und auch gute. Ja, das gibt's bei uns schon auch, ja. Ja, das glaube ich. Boah. Sag mal, was gibt's denn noch so Typisches hier? Handkäse mit Musik hatte ich schon. Ich fällt mir sonst nichts ein. Also bestimmt irgendwann mal, aber... Muss ich mal überlegen. Oh. Fly Hummingbird ist da. Hallöchen. Ich grüße dir. Wie geht es? Was hat der Justin gemacht? Justin wollte einen Tesseract machen und der hat alles kaputt gemacht. Lavatrommel? Was braucht der Lava? Ach, egal. Fuck gar nicht. Ist das so ein Permanent-Server, oder? Ja, genau. Das ist ein Permanent-Server, genau. Der läuft Tag und Nacht. Deswegen haben wir auch so viele Ressourcen, weil wir einfach irgendwann eine Quarry aufgestellt haben und die arbeitet jetzt so munter vor sich hin. Okay. Flammenberg, ja, mir geht's gut und heute ist der Nico da. Der Nico ist da. Jo, hallo. Hallo. Hallo, Bitchen. Oh, wir kommen noch genug. Oh, ich sollte nicht so viel Electric Steel machen, sonst habe ich ein Problem gleich. Oh, und ich sollte vielleicht auch die pulverisierte Kohle rausmachen. Also die Kohle rausmachen, weil pulverisierte Kohle, so viel können wir nicht brauchen. Ja. Also wir haben hier echt alles automatisiert. Das ist... Ach. Wir haben kein Energetic Alloy mehr. So, ich glaube, man braucht Glowstone, Redstone. Und was braucht man? Ich habe keine Ahnung. Legierung. Erstmal brauchen wir energetisierte. So, die kriegt man. Ja, genau, Gold. Jolt brauchen wir noch. Ups. Werfe ich alles weg. Ist okay. So. Viel Spaß. So, das haben wir. Ah, Moment. Haben wir nicht schon eine. Nee. Ah, der Justin, der hat echt alles verschreddert hier.
Ist auch so ein Ding. Joa. Dann haben wir noch jede Menge Smaragde jetzt bekommen. Durch Heute und war eine. er doch sogar relativ lang, da muss nicht immer so früh. Ja, stimmt, der müsste eigentlich zur Arbeit. Warum er nicht zur Arbeit geht? Ja, wobei, vielleicht sucht er jetzt gerade das letzte Teil für den Greenscreen, der ihn jetzt gerade abgefallen ist. Vielleicht dauert das so lange.